Hallo, willkommen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Im letzten Part sind wir ein bisschen nicht weit gekommen, haben uns ein bisschen umgeguckt, aber wirklich weit gekommen sind wir nicht. Aber ich habe mal nachgeschaut bei meinem Ferner, meinem Let's Player Kollegen, wo es denn genau weitergeht, und jetzt weiß ich auch genau, wo es weitergeht. Deswegen werden wir da jetzt auch sofort hingehen. Ja, es geht, eigentlich müssen wir hier nur hoch. Wer soll darauf kommen, dass wir zurück müssen? Außer, dass Team Marco vielleicht da wäre, aber da, wie soll ich darauf kommen? Kann wohl sein, dass ich deswegen das Kind nie komplett, also doch, Smaragd habe ich durchgespielt. Aber es ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, beziehungsweise ich habe es wahrscheinlich damals auch nur durch Zufall herausgefunden, dass das hier weitergeht, und deswegen macht das hier. Oh, der Felsen im Regen geht auf das Magma im Leben. So, dann kommen wir hier raus, hier rein, und wir sind im Magma-Versteck, wo uns an jedem Stein anscheinend ein Kleinstein anspringen kann. Ja, das gibt es. Los, Peach, greif ist an, du kannst es schaffen, Mann. Ja, du setzt eine Staune ein. Eine Staunenball. Haha, bringt gar nichts, halb Flug. Und ich breche mal eben kurz nochmal die Aufnahme ab. Ich mach mal eben kurz nochmal Pause. So, jetzt kann ich wieder Let's Play Pokémon aufnehmen. Ja, wir. Na, Mann, das ist, für mich ist das ein bisschen her. Ich habe nämlich gerade meinen Pokémon, das Pokémon-Spiel, was ich da gerade mache, vielleicht wissen ein paar von euch schon davon, habe ich gerade angefangen hochzuladen. Ich weiß nicht, ob das Video schon vor diesem Part hochkam, dass es wahrscheinlich wird, ist, weil ich habe so viele Parts voraufgenommen und ich muss die langsam mal loswerden. Was machst du da? Böse? Nein. Ich hasse Finale. Finale ist so scheiße. Jetzt können wir überhaupt nicht mehr ballen. Ein Pokémon kann diesen Felsen vielleicht bewegen. Ja, haben wir Stärke dabei? Ja, da habe ich schon gesehen. Sie enthält Stärke, einem Pokémon beibringen. Was kann Kurtel denn? Und ich muss den Ingame-Sound mal ein bisschen lauter machen für mich. Ich höre nämlich gar nichts. Welche Attacke soll denn vergessen werden? Ich denke mal Body Slam, oder? Das bringt vielleicht ein bisschen. Was soll denn das anderes? Feuerwirbel, Glut. Lass uns mal Glut vergessen. 1, 2 und schwupp. Glut vergessen und Stärke. Ups, sorry. Aber ich habe gerade Eis getrunken und da fange ich den immer leicht an zu rülpsen. Das ist halt so, und ich kann es auch nicht ändern, tut mir leid. Push, treten wir einfach die Steine weg, dann geht das schon, dass wir den Pokéball da oben haben. Dieser Pokéball, der wirkt so pokéballig. Und den Pokéball will ich pokéballig haben und schmeißen und lieben und ganz, ganz doll lieb haben und lieb. Los, Stärke. Das ist nicht sehr effektiv, also ich. Aber Kutsche hat ja eine höhere Verteidigung und überlebt das. Ja, tut mir leid, Kleinstein, wenn ihr euch hier so selbstmörderisch alle umbringen müsst, dann ist das nicht mein Problem. Mann, noch eins! Nein! Ich hau ab! Nein, keine Lust, ich will nicht! Tschüss! Da hast du's, ich mag dich nicht. Nee, ich mag dich ganz und gar nicht. Also, hallo? Alle. Also Bass hat uns gesagt, wir sollen im Schluckberg Grabungen durchführen. Da haben wir gegraben und dann haben wir etwas gefunden, was uns den Atem verschlug. Und was das war? Ha, das verrate ich dir, wenn du mich besiegst. Okay. Bam, 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 bam. Hallo, die Magma Rüpel Vivien. Du kannst wenigstens keine Explosion. Ein kleines wolfiges Pokémon. Dim, 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 dim. Und weg damit.
Treffer versenkt. Warte, warte, warte. Ich will wissen, was er bringt. Ich will wissen. Oh, ein Georak. Oh nein, es kommt wahrscheinlich auch Explosionen. Hauen wir lieber ab. Bevor es uns mit einer Explosion auf den Sack geht. Tschüss. Alle. Ich verrate es dir trotzdem nicht. Du wirst das schon herausfinden, wenn du dorthin gehst. Schließlich darf man sich nicht jede Überraschung nehmen lassen. Was ist hier oben? Hier oben ist nichts. Oh, wie lame. Was ist das? Kann ich das anquatschen? Nein, kann ich nicht anquatschen. Kann ich das anquatschen? Bild der Steinmauer. Warum bist du so blöd in den Weg gesprochen worden? Und da kommen wir später erst an. Okay. Ah, ich wollte gerade anfangen zu rennen und dann begegnet mir ein Pokémon. Ein Kurtel haben wir aber schon. Tschüss. Der Felskurtel erscheint. Kurtel, Kurtel. Obwohl, bei der Gelegenheit könnten wir ja eventuell unser Laserbeam nach vorne nehmen und mit diesem Laserbeam-tastische Abenteuer erleben. Hm. Laserbeam. So. Manchmal Versteck. Miu, miu. Bam, bam. Das können wir ja zu unserem Vorteil ausnutzen und ein bisschen unser Kutter trainieren. Unser Laserbeam. Weil das im nächsten Level, glaube ich, sich schon entwickelt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ob es sich schon entwickelt oder nicht. Oder ob es will oder nicht. Oder ob es nicht will oder nicht. Ich weiß es nicht, ob es nicht will. So, da. Hallo. Stopp! Was? Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass ich dich einfach so vorbeigehen lasse. Ehrlich gesagt, habe ich dich angesprochen, damit ich mit dir kämpfen kann. Ach, wenn das so ist, dann greife ich dich trotzdem an. Nein, das kann es machen. Ach, Kamaup. Ach, wie süß. Hallo, Kamaup. Oh, Laserbeam will Laserbeam-tastische Abenteuer erleben. Tschüss, damit und weg und weg. Yay, es ist gekillt und getötet und weg damit. Rüpel. Wow, wow, ich gebe mich geschlagen. Das solltest du immer wieder tun. Oder Golgate nehmen. Moment, das war eine Zahnpasta, oder? Was, wie, wer? Nur Mitglieder von Team Magma dürfen hier sein. Aber du hast keine Uniform von Team Magma an. Das erregt Verdacht. Kämpfe mit mir. Aber ist das eine Frau? Habe ich der Frau gerade... Ich habe der Frau gerade in meiner Stimme gegeben. Nicht schon wieder. Hallo, McNane. Ja, im Deutschen sagen sie alle ihre Namen. Mhm. Und im Japanischen und im Englischen auch. Mhm. Das ist alles halt Art und Weise, wie ein Pokémon redet und liebt. Liebt? Ja, Pokémon Ami liebt es uns. Weil Pokémon Ami wird bestimmt ganz klasse. Ich habe da nichts gegen. Wahrscheinlich, wenn dieser Part online ist, habe ich Pokémon X und X schon. Ja, ich hole mir Pokémon X. Und ja, Pokémon X finde ich besser. Und ja, ich mag den Hirsch, ich mag den Drachen nicht so gern. Obwohl der Drache auch cool ist. Aber ich werde eh beide haben, irgendwann mal. Auch wenn ich sie mir tauschen muss. Ich kann ja die in dieser Edition alle cheaten. Sonst habe ich immer gescheatet. Ja, ich hatte halt ja diese Ace-Card und da hatte ich nie Lust, wirklich nochmal Pearl oder so durchzuspielen. Dann habe ich es mir einfach gescheatet und drüber getauscht. Ist doch kein... Eieiei, mein Stolz als Multivanti Magma. Ist doch egal, wenn man das auf der ersten Route fängt oder so. Ja, auf der ersten Route fangen. Haha, das ist so super. Und ich will dich. Was bist du? Ein scheiß Kleinschein, was wahrscheinlich schon wieder sich mal in die Luft springen werde, wenn wir es nicht mal eben so erledigen. Und das ist doch sehr effektiv. Like a sword. Ein Eindringling! Okay. Wenn du ein Eindringling bist, wenn ich ein Eindringling bin, dann bist du aber auch einer. Derpception. Pupanze. Was, ein Pupanze? Nein, eine Puppe oder sowas in der Art. Ja, es ist ja auch sowas wie eine Puppe, aber ich hab's nie als Puppe gesehen. Ich wusste nie, was das ist. Und jetzt weiß ich, es ist eine Puppe. Nein, eine explosive Puppe, weil die haben so den Drang dazu, so mal eben Bomben und Fets und Bang zu machen und Ackern. Das nutzt du jetzt aber aus.
Wir haben so lange trainiert und jetzt machst du mal eben mit einem Donnerschlag bitte weg. Zubat wird eingesetzt. Donnerschlag. Attacke. Akate. Akate. Akate ist so männlich. Krank. Merkt man, dass ich vielleicht Emoji geguckt habe? Ich weiß es nicht. Hallo, noch einer. Oh wow, alter Eindring. Meiner. Ich habe ihn zuerst gesehen. Mein Eindring. Pupanze. Und tanze, du Pupanze. It's a body dance now. Pum, 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 pum. Weg damit. Das ist sowas von effektiv, dass ich Level abkriege. Entwickelt das sich jetzt nicht. Und da kommt ja noch Kamaub. Mann, mach mir diesen glücklichen Moment nicht kaputt. Ich hab meinen Sumpex. Bald die Sumpex. Hoffe ich, dass es sich gleich entwickelt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das verunsicherte mich. Murmel. Nein, du hattest nun Kamaub. Und es entwickelt sich noch nicht. Aber wahrscheinlich 36. Das liegt immer so in dem Dreh. Ein Kleinstein, hallo, du kleines Kleinstein, das ich jetzt nicht explodieren will. Tschüss. Aber Minecraft ist Finale lustig. Oder Explosion. Aber wenn man das einsetzt, macht man immer so die Gegend drumherum kaputt. Oder so. Ich habe ja mal Pixelmon mit Mazak gespielt, aber mittlerweile macht Minecraft dann keinen Spaß mehr. Ich habe im Moment Terraria für mich entdeckt, aber Terraria ist nur lustig, wenn man zusammenspielt und ich habe keine Freunde und so nicht und das ist nicht so toll. Schütz dich selber, verdammt, stirb doch endlich mal. Dankeschön, du kleines Krüttelmann. Mama. Magmas Versteck! Gerock, Gerock, ey, voll die geilen Finger, ey! Ist mir gleich aufgefallen, dass gut, ein Gerock gar nicht nur drei Finger hat. Oh, Geroks haben nur drei Finger und vier Arme? Ich dachte immer, machen wir hier, haben wir als einziges vier Arme. Ah, das gibt so einiges Sinn. Hallo Doppelkampf. Ich habe nichts gesehen, aber ich habe meine Befehle. Ich hasse es. Ich hätte mich lieber die Macke anschließen sollen. Ja, hätte es mal machen sollen. Aber ich bin auch nicht so der Hitze-Typ. Also ich wäre auch nicht zu Team Magma gegangen. Auch jetzt zu Team Magma. Hat vielleicht auch nicht damit zu tun, dass ich eigentlich Wassermann bin. Was heißt ja eigentlich? Ich bin immer noch Wassermann. Deception. Wo war ich? Ach ja, ich hasse Hitze. Ich mag Hitze auch ich mag auch den Sommer nicht so gerne. Ja, wie kann man den Sommer nicht mögen? Das geht doch gar nicht, doch geht. Psst. Naja, stimmt, da war ja was. Na, krieg Kalabra auch Zahn? Weiß ich gerade nicht. Ne, krieg keinen Schaden. Schnüffler! Ja, du bist doch gar kein Eis-Pokémon, das bringt dir doch gar nichts. Das bringt dir doch gar nichts. Pokémon. King ABJ, los! King ABJ! Bam, was willst du? Initiative bringt dir nicht so viel. Da-da-dam. Bam, bam, Kopf, nur das kannst du mir vertragen. Und ich sehe gerade, der Part ist gleich zu Ende. Wir müssen den nächsten Part das machen. Ich mag vielleicht verloren haben, aber der Part ist zu Ende. Ich bin tatsächlich nicht geschaffen für Team Magma und der Part ist zu Ende. Yay. Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Smaragd. Ciao und bis dann.